Argon Balance. Einfach ganz leben Dr. Ching Li Die wertvolle Medizin des Waldes Wie die Natur, Körper und Geist stärkt Gelesen von Andreas Neumann. Unsere Beziehung zu den Wäldern. Wir alle wissen, wie gut es uns tut, in der Natur zu sein. Wir wissen es seit Jahrtausenden. Die Geräusche des Waldes, der aromatische Duft der Bäume, das Spiel des Sonnenlichts zwischen den Blättern, die frische, saubere Luft. All dies sorgt dafür, dass wir uns im Wald wohlfühlen. Stress und Sorgen fallen von uns ab. Wir entspannen uns und können klarer denken der aufenthalt in der natur hebt unsere stimmung gibt uns unsere energie und vitalität zurück erfrischt und verjüngt uns das alles spüren wir im tiefsten inneren es ist wie eine intuition oder ein instinkt ein gefühl das manchmal schwer zu beschreiben ist im Japanischen haben wir einen Begriff für jene Gefühle, die sich Worten eigentlich entziehen. Jugend. Jugend verleiht uns ein umfassendes Gespür für die Schönheit und das große Geheimnis des Universums. Es bezieht sich auf diese unsere Welt und deutet gleichzeitig auf etwas hin, das tiefer geht. Der Dramatiker Seamo Motokiyo beschreibt es als die zarten Schatten von Bambus auf Bambus. Das Gefühl, das einen überkommt, wenn man hinter einem blumenbedeckten Hügel die Sonne untergehen sieht, oder durch einen schier endlosen Wald spaziert, ohne an die Rückkehr zu denken. So fühle ich mich, wenn ich in der Natur bin. Ich denke dann zurück an meine Kindheit in einem kleinen Dorf, ich erinnere mich an die grünen Pappelwälder im Frühling und Sommer und an die gelben Blätter im Herbst. Wir kommen die Versteckspiele mit meinen Freunden zwischen den Bäumen in den Sinn, und die Tiere, denen wir dabei begegneten. Kaninchen und Füchse, chinesische Streifenhamster und Eichhörnchen. Doch worin besteht dieses Gefühl genau, das so schwer in Worte zu fassen ist? Was liegt dahinter? Wie kommt es, dass die Natur diese Empfindungen in uns auslöst? Ich bin Wissenschaftler, kein Dichter, und ich erforsche seit vielen Jahren, was diesem Gefühl zugrunde liegt. Ich will wissen, warum wir uns in der Natur so viel besser fühlen. Was für eine geheime Kraft besitzen die Bäume, die uns so viel gesünder und glücklicher macht. Warum fühlen wir uns weniger gestresst und haben mehr Energie, wenn wir auch nur durch einen Wald laufen? Manche Leute studieren Wälder, andere studieren Medizin. Ich befasse mich mit Waldmedizin, um herauszufinden, auf welch vielfältige Weise Aufenthalte im Wald zu unserem Wohlbefinden beitragen. Wann sind Sie zum letzten Mal durch das Unterholz gegangen? oder durch einen Wald gestreift, der so schön war, dass Sie fasziniert stehen geblieben sind, um zu staunen. Wann haben Sie zuletzt wahrgenommen, wie sich im Frühling die Knospen öffnen, oder im Winter den Rauhreif auf einem Blatt genauer betrachtet? Ich frage mich, wie viele Stunden Sie heute stattdessen bereits auf einen Bildschirm geblickt, wie oft Ihr Mobiltelefon geprüft haben. Ich lebe mittlerweile nicht mehr auf dem Land, sondern in Tokio, einer der größten Städte der Welt, in der auf engem Raum sehr viele Menschen leben. Von einem kleinen Fischereihafen in der alten Provinz Musashi hat sich Tokio zu der am dichtesten besiedelten Stadt der Welt entwickelt.